Barbara Brandenberg hat sich schon früh mit der Endlichkeit von ihrem Leben auseinandersetzen. Mit Anfang 30 hat sie eine niederschmetternde Nachricht von einem Arzt bekommen. Der ist auf den Gang rausgekommen zu mir und hat gesagt zu mir, sind Sie Kettenraucherin? Und dann habe ich den angeschaut und gesagt, wieso? Sicher nicht. Und dann sagt er zu mir einfach so ins Gesicht, Ihre Lunge sieht aus wie von einer 70-jährigen Kettenraucherin. Barbara Brandenberg hat eine äußerst seltene Lungenkrankheit. Sie ist Patientin von Palliaviva, der grössten mobilen Palliativ-Care-Organisation im Kanton Zürich, die Betroffene und ihre Angehörigen zu Hause begleitet. Seit der Diagnose ist es mit der Gesundheit von Barbara Brandenberg abwärts gegangen. Heute kommt sie nicht mehr ohne zusätzlichen Sauerstoff aus. Tag und Nacht trägt sie eine sogenannte Sauerstoffbrille, die ihr durch zwei Schläuche permanent Sauerstoff in die Nase zuführt. Die Schläuche sind an einem Sauerstoffkonzentrator angeschlossen, wo sie mitnehmen kann, wenn sie unterwegs ist. Sie ist heute Mitte 50 und Mitbesitzerin von einem Coiffeurgeschäft am Zürichsee. Unter den Patientinnen und Patienten, die Palliaviva betreut, ist sie eine der Jüngsten. Sie versucht, ihren Alltag so unabhängig wie möglich zu gestalten. Und doch ist er von der Krankheit geprägt. Zweimal pro Woche geht sie ins Geschäft, das 14 Angestellte beschäftigt. Häufig trifft sie sich auch mit Freundinnen zum Kaffee. Einmal pro Woche geht sie in die Physiotherapie oder in die Osteopathie. Und einmal wöchentlich geht sie ins MTT. Das ist die Abkürzung für medizinische Trainingstherapie, wo sie Koordination, Beweglichkeit und Kraft trainiert. Den Sauerstoff hat sie immer dabei. Ich bin Rebecca Häfeli und ich habe mit Barbara Brandenberg als erstes darüber geredet, warum sie den Sauerstoff braucht. Der Grund ist eine ganz seltene Lungenerkrankung, die nur Frauen haben können. Die ist hormonell bedingt, die nennt sich Lymphangioleiomyomatose. Es gibt nur ganz wenige Frauen, die das haben. Ich sage jetzt mal, inzwischen gibt es vielleicht 20, 25 Frauen in der Schweiz. Und ich muss für das Krankheitsbild, das tut eigentlich nur Uni Lausanne und Uni Zürich behandeln. Leider gibt es nicht grosse Medikamente oder jetzt Heilmethoden, sondern das Einzige, wo würde helfen, ist eine Lungentransplantation. Das ist eine sehr, sehr grosse Operation. Das hat mir immer schon sehr Respekt eingeflößt. Und ja, ich bin zu dieser Krankheit durch eine Zufallsdiagnose gekommen. Ich habe im 2001 als gut 30-jährige Frau von einem Tag auf den anderen Stimmbandlähmung gehabt. Also es ist wirklich nur noch heisere Luft rausgekommen beim Schwätzen. Und ich bin dann nach ein paar Tagen zu meinem Hausarzt. Und er hat mich weitergewiesen dann zu einem Hals-Nasen-Ohren-Spezialist. Und er hat eine Stimmbandlähmung diagnostiziert. Das linke Stimmband war vollständig gelähmt. Es hat mir noch keine Angst gemacht. Eine Stimmbandlähmung, was ist das? Ja, das ist ein viraler Infekt, der aber nicht ansteckend ist. Den kann man aber bekommen. Und ja, innerhalb von 3 Monaten ist der wieder weg. Und bei Ihnen war es nicht so gewesen? Es hat sich wirklich sehr, sehr lang hingezogen. Es hat nicht gebessert. Dazu habe ich gemerkt, dass ich immer zu wenig Luft hatte zum Schnaufen. Und dann hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt gefunden, er will das abgeklärt haben und hat mich in ein CT geschickt. Er hat sehr wahrscheinlich einfach schauen, ob die Stimmbänder in Ordnung sind. Und ich mag mich noch ganz genau erinnern, der Arzt, wo die Bilder angeschaut hat, der ist auf den Gang rausgekommen zu mir und hat gesagt zu mir, sind Sie Kettenraucherin? Und dann habe ich den angeschaut und gesagt, wieso? Sicher nicht. Und dann sagt er zu mir einfach so ins Gesicht, Ihre Lunge sieht aus wie von einer 70-jährigen Kettenraucherin. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, du hast keine Ahnung von deinem Beruf. Du hast, glaube ich, keine Ahnung, von was du redest. Das war mein erster Gedanke. Ich dachte, der hat ja einen Knall, so etwas, oder? Also Sie haben sich das Wind nicht vorstellen? Ich habe ab und zu Genuss geraucht, aber ich war nie abhängig. Ich habe nie Päckchen gross gekauft. Nein. Also gut. Und dann bin ich wieder zu dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und der war ganz aufgebracht. Der war völlig nervös und hat gesagt,
Sie müssen zum Lungenarzt, Sie haben eine Lungenerkrankung, das sieht gar nicht gut aus. Und der war völlig durch den Wind wegen mir. Und dann habe ich am nächsten Morgen an dem Lungenarzt angerufen. Er hat dann natürlich Bilder bekommen, die damals noch die grossen CT-Bilder aufgehängt. Ja, und der gute Lungenarzt, ganz ein toller Mensch, der hat nicht wahnsinnig viel gesagt. Er hat nur gesagt, Frau Brandenberg, ich gehe jede Woche am Donnerstag ins USZ auf Zürich. Wir haben dort ein Lungenkränzchen, die nennen das wirklich so. Da treffen sich die Ärzte, von Pneumologen, ich weiß auch nicht, ob Thoraxchirurgen vielleicht auch. Und wir werden den Fall besprechen. Haben Sie dann zu dem Zeitpunkt, hat sich das schon gesetzt, die Diagnose, die ja eine ganz brutale Nachricht ist, jetzt zumal sie noch schlecht überbracht worden ist? Ja, ich meine, Sie haben gewusst, das ist gar nicht gut. Ja, ich habe das gewusst. Und er hat dann gesagt, er fühle sich überfordert, allein jetzt als Lungenarzt mit so einem Fall. Es sei etwas sehr, sehr Seltenes. Gegenüber ist der Coiffeursalon, wo ich schon seit 1993 dabei bin. Ich war dort mal noch angestellt. Inzwischen bin ich Geschäftsmitinhaberin. Also dort mal noch angestellt, habe ich die erste Kundin verschoben. Und auf die Zähne musste ich dann aber arbeiten mit dieser Diagnose. Ich hatte das Gefühl, ich könnte das nicht, das ging nicht. Ich habe aber gewusst, du hast den ganzen Tag ausgebucht. Das geht gar nicht, dass du jetzt da einfach ausfällst. Und ich bin in den Waffenladen rein und das war für mich einfach immer mein Leben. Oder heute noch. Wenn ich dort reinkomme, dann das ist für mich die Welt. Da werde ich gebraucht, da gehe ich auf, das liebe ich einfach. Ja, und ich war am Abend fähig, wieder zu lachen und zu reden und zu erzählen. Und ich wusste, es kommt etwas Heftiges. Aber ich wusste, das Leben geht weiter. Es muss weitergehen. Ja, und so hat man dann eine Biopsie gemacht. Und wir konnten ganz rasch herausfinden, dass das eben die Lymphangioleiomyomatose ist. Das haben Sie nämlich jetzt mal vorne auch noch nie gehört, wie ich, oder? Nein. Was hat man Ihnen gesagt, was das jetzt bedeutet? Ja, eben. Es bedeutet, dass nicht geforscht werde. Es gibt kein Medikament dafür. Das einzige sei eine Lungentransplantation. Und für mich war immer klar, das brauche ich nicht. Das ist so mein Kämpfergeist, glaube ich. Ich habe mir gefunden, das will ich nicht. Hat man Ihnen gesagt, woher dass die Krankheit kommt? Das haben sie wie nicht können sagen. Sie wissen das heute noch nicht. Man weiss nicht, ist die Gen, also kommt die von der DNA, ist die vererbbar oder man hat keine Ahnung. Aber es wird nicht geforscht, es ist nicht interessant. Und ich bin jetzt ganz brutal. Ich glaube, sie wird nicht geforscht, weil es eine Frauenkrankheit ist. Ich glaube, wenn Männer die hätten, würde geforscht werden. Sie sind jetzt Mitte 50 geheiratet. Sind Sie dort mal schon mit Ihrem Mann zusammen gewesen? Jawohl, ich kenne meinen Mann, seit ich 18 bin. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren in Griechenland kennengelernt. Ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Es ist wirklich eine grosse Liebe, heute noch auch. Ich habe ein riesen Glück mit meinem Mann. Er begleitet mich überall. Er ist da für mich, immer sehr im Hintergrund. Aber ich weiss einfach, er ist immer da. Die Krankheit, ich habe gesagt, sie ist hormonell bedingt, hat auch mit sich gebracht, dass ich kein Kind mehr haben durfte. Weil das hängt vom Östrogenspiegel ab und Progesteronspiegel und da während der Schwangerschaft und Geburt die Hormone dann so auf und runter gehen, haben sie mir ganz klar gesagt, ich darf kein Kind mehr haben. Ja, ich war 33. Ich habe mir extrem ein Kind gewünscht. Aber auch das konnte ich mich gut lösen davon. Und dann fand ich, jetzt tun wir halt reisen. Wir sind gerne reisen, mein Mann und ich. Ich würde sagen, fast alle Erdteile eigentlich mal besucht. Es war eine sehr spannende Zeit. Ich habe das sehr genossen. Ich nehme auch jetzt immer wieder mal ein Fotoalbum führen und schaue rein. Und, ja, weil ich dann nicht mehr fliegen durfte, was schlimmer geworden ist. Also, seit 2013 darf ich nicht mehr fliegen. Und das war ein harter Schlag. Es war ein ganz harter Schlag damals für mich. Ja.
Sie haben jetzt gesagt, wo es schlimmer geworden ist. Also ich nehme jetzt mal an, das Hauptsymptom jetzt ist Kurzatmigkeit, dass Sie nicht genug geschnauft haben, sonst hätten Sie auch nicht den Sauerstoff. Ist das schon dort mal so gewesen und ist dann das schlechter geworden? Ja, genau. Also, aber es ist im 2001 ist es diagnostiziert worden. Dann ist auch noch diagnostiziert worden, dass ich es auch noch auf anderen Organen habe. Zum Beispiel auf den Nieren. Ja, also meine Lungen und auch die Nieren, die haben total veränderte Gewebe. Also das Lungengewebe ist abgestorben. Sage ich jetzt mal einfach gesagt. Und bei den Nieren ist es nicht ganz so schlecht. Die Nieren funktionieren wunderbar. Und das hat sich verschlechtert jetzt in dieser Zeit? Also in den Lungen, ja. In den Lungen ist das sehr viel anders geworden. Ich habe dann im 2013 habe ich ganz spontan, wir waren im Musical in Zürich, habe ich plötzlich ganz einen furchtbaren Schmerz bekommen. Es ist immer schlimmer geworden und am Schluss konnte ich fast nicht mehr rauslaufen. Ich habe dann gesagt, du, mir geht es gar nicht gut, ich kann fast nicht mehr schnaufen und es tut mir so weh. Und ich wäre am liebsten einfach heim und hätte die Bettdecke über den Kopf gezogen und am anderen Morgen wäre alles wieder gut, aber es war dann leider nicht so gewesen. Da hat dann die Odyssee leider angefangen. Ich hatte dann einen grossen Lungenriss gehabt. Meine Lungen ist ziemlich fest zusammengekippt. Innerhalb von einer Stunde ist die schon 5 cm zusammengekippt. Und sie haben dann gesagt, ja, die müssen wir, also sie müssen den Drainage legen. Ja, und dann habe ich die Drainage bekommen und bin ein paar Tage im USZ gelegen. Im Unispital Zürich? Genau. Und ab dann, also Sie haben jetzt so quasi gesagt, ab dann ist es abwärts gegangen. Ja. Vorher haben Sie noch relativ normales Leben geführt. Ja, wir konnten noch reisen, ich konnte noch fliegen, ich bin Ski gefahren. Ich habe angefangen rudern auf dem See. Ich bin Velo gefahren. Also, ja, ich war schon recht sportlich. Und die haben eigentlich immer eine scheisse Freude an mir, dass jemand, der schon so vorgeschritten ist. Also ich meine eben, und im 13. Ja, hat das einfach immer wieder Riss gegeben. Dann haben sie mir zuerst mal den einen Lungenflügel verklebt. Und seitdem hatte ich dann eigentlich wieder Ruhe gehabt und habe dann probiert, wieder zurück ins Leben zu kommen. Mit sehr grosser Angst. Die Angst, wie das ist, der Schmerz in der Lunge und das Gefühl, euch kommt keine Luft mehr über, oder? Ich hatte Altbau das Gefühl, jetzt gibt es dann gerade wieder einen. Also, das Gefühl, das ist durch die Lungenriss gekommen. Ich war zweimal im Schockraum gewesen, also notfallmässig. Ja, die Ärzte die haben mich angeschaut und mir hat so gewusst, was machen wir auch mit dieser Frau, oder? Jetzt hat man Ihnen gesagt, eine Lungentransplantation wäre eine Möglichkeit. Haben Sie das immer ausgeschlossen von Anfang an? Sind Sie immer bei dem geblieben oder hat es Überlegungen gegeben in diese Richtung? Es hat Überlegungen gegeben. Ich muss vielleicht noch kurz fassen. Im 14. ist dann das Gleiche auf der anderen Seite passiert, mit diesem Lungenflügel. Dort war es genauso schlimm gewesen. Auch zweimal müssen kleben. Und dann sind die Ärzte gekommen und haben gesagt, so Frau Brandenberg, jetzt müssen wir über die Lungentransplantation reden. Und sie müssen sich bei der IV melden. Ja, das war für mich ganz schlimm. Ganz schlimm. Einfach alles. So krank sein, IV-Fall, nicht mehr gesund werden. Du bist doch noch mitten im Leben. Ich war 46. Ich wollte noch so viel erreichen. Wir hatten dann ein neues Geschäft gehabt, im 2014. Da war auch ein schlechtes Gewissen da gewesen, meinem Geschäftspartner gegenüber. Ihn so ein bisschen allein lassen jetzt, oder, mit dem grossen Geschäft. Und ja, einfach die Hilflosigkeit, so nicht mehr wissen, was muss ich jetzt machen. Das war der Zeitpunkt, gewesen, wo mir eine Nachbarin von Gott erzählt hat. Sie ist während Stunden auf dem Notfall neben mir gesessen und hat mir von unserem Herrgott erzählt, von Jesus. Ja, und das war für mich gar nicht einfach. Ich war ein Mensch, der mein Leben selber bestimmen wollte. Ich mache genau das, was ich will und nichts anderes. Und
Ja, das war so schwierig gewesen. Aber als mich die Ärzte angeschaut haben und gefunden haben, wir können nichts mehr gross machen mit ihnen, dann habe ich wie gefunden, ja gut, also da kann ich jetzt auch mein Leben Jesus in die Hände geben, weil schlimmer kann es nicht mehr werden, oder? Ja, und die Lungentransplantation, die ist da gewesen, aber Also als Thema. als Thema. Und dann bin ich für Gespräche für Transplantation ins Uni. Immer wieder zu einem anderen Arzt. Das macht die so. Aber ich habe mich dann doch entschieden, es ist mir dann plötzlich wirklich wieder besser gegangen. Und somit habe ich dem Arzt beim dritten Gespräch gesagt, also im Moment ist es für mich kein Thema. Im Moment brauche ich das nicht. Und das war Ende Oktober, im 14. Ich weiß es ganz genau. Und 7 Tage später kam die nächste Baustelle. Gekommen. Da habe ich in der Brust einen Knoten gemerkt. Und ein paar Tage später bin ich auf dem Schrank gelegen und mir hat dort die Zellen entnommen. Und ja, somit habe ich dann kurz vor meinem Geburtstag, der am 25. November ist, eine Krebsdiagnose, Brustkrebsdiagnose. Und dann war die Lungentransplantation weg, oder? Und dann hatten wir Corona. Und letzten Sommer bin ich, oder im 22. ist eine Phase gekommen, wo man meine Mami hat müssen weggeben musste. Sie war leider an Demenz erkrankt. Das war eine ganz schwierige Situation für die ganze Familie. Sie ist jetzt verstorben, letzten Sommer. Und ich bin in eine Depression hineingefallen. Wir haben sie hier müssen in ein Pflegeheim geben. Ich konnte nicht mehr essen. Ich habe dann sehr, sehr fest das Gewicht verloren. Es war ja, ein bisschen angsterregend. Also auch die Ärzte haben gesagt, es wäre gefährlich. Aber durch das, also durch den Einschnitt, der angefangen hat, auch mit dem Tod von der Mutter, ist das Gewicht runtergegangen und die Lungentransplantation wieder natürlich in den Hintergrund geraten. Ganz genau. Ich will noch mal zurück auf die Brustkrebsdiagnose. Sie haben dann Therapie gehabt und nach 5 Jahren gilt man als, in Anführungszeichen, geheilt. Also das ist in dem Sinn gut verlaufen. Ja. Ich habe Gott sei Dank auch keine Chemo gebraucht. Ich habe einfach leider 2 Operationen gebraucht und 6 Wochen Bestrahlung und dann 5 Jahre alt Antihormon. Ich hatte es relativ gut gehabt. Mich nimmt jetzt gleich noch Wunder, die Lungentransplantation. Jetzt geht es Ihnen ja wieder besser. Sie haben sich recht gut erholt von dem tiefen Einbruch im 22. Sie haben wieder Gewicht zugenommen. Ist das jetzt wieder ein Thema? Ich habe mich letztes Jahr im August oder September nicht entschlossen. Es ist einfach aus mir rausgesprudelt. Aber es ist irgendetwas passiert und es ist mir einfach wie klar vor Augen gewesen. Ich bin heimgekommen, mit meinem Mann gesessen und habe gesagt, René, ich mag keine Transplantation mehr machen. Ich habe keine Energie mehr für das. Das ist mir alles zu viel. Und wir haben beide gebrüllt, aber es ist auch gut gewesen, das einmal beim Namen zu nennen. Dass ich einfach, ich mag das nicht, das Risiko wieder eingehen und mit diesen Medikamenten leben. Und also das muss man ganz klar sehen, das ist sehr ein anspruchsvolles Leben. Ihre Mann hat das sofort verstanden. Ich muss es so sagen, mein Mann ist es eh nicht so das, was er jetzt findet, ja, unbedingt am Leben bleiben. Wir sind da beide ein bisschen. Ich bin dankbar für das, was ist, was ich habe. Ich habe wirklich ganz ein schönes Leben gehabt bis jetzt. Mit schwierigen Phasen, sehr schwierig. Die Leute, die mich kennen, sagen noch oft, du bist so lebendig immer noch. Und ich glaube, das ist das, die wertvolle Schätze, die ich in mir drin habe. Und der wertvolle Mensch an meiner Seite seit schon so vielen Jahren. Ja, das ist ein Riesengeschenk, oder? Und so bin ich auch zur Palliativa gekommen, oder? So habe ich dann einfach gemerkt, ich brauche jetzt Leute, die mich unterstützen können. Ich bin jetzt überall einfach mal so ein bisschen dabei, drin. Man lernt mich kennen, man lernt mein Krankheitsbild kennen, mich als Mensch. Und ich habe gute Fachkräfte, liebenswürdige Fachkräfte an meiner Seite,
wo ich weiss, egal wie der Weg ist, es kann auch plötzlich sein, dass ich jetzt sage, doch, ich glaube, ich mache jetzt gleich die Transplantation. Sie sagen mir immer, es ist nicht in Stein gemeißelt. Können Sie mal noch ausführen, wie Ihr Alltag eingeschränkt ist? Durch den Sauerstoff zum Beispiel, den Sie immer dabei haben müssen. Den mobilen Sauerstoff habe ich so auf einem Wägeli. Und ja, ich meine, die Blicke, die sind da. Und das war am Anfang schwierig gewesen. Aber inzwischen weiss ich, die Leute schauen einfach, weil sie es halt nicht viel sehen. Und dann lächle ich zurück und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Das habe ich gelernt, das habe ich gut können lernen. Ist aber schwierig gewesen, weil wenn es einem selber nicht gut geht, da raus mit einem Sauerstoffbrille im Gesicht, dann müssen einem nur zwei, drei komisch anschauen, dann willst du wieder heim. Dann findest du, um Himmels Willen, nein. Und mit dem musste ich auch lernen umgehen. Ich musste Frieden schliessen mit dem und sagen, ja nun, jetzt ist es so, aber ich kann dafür noch 100 Leute und ich kann noch einiges machen. Polia Viva kommt zu Ihnen regelmäßig in etwas grösseren Abstand als bei anderen Patientinnen und Patienten, weil Sie im Moment in einer sehr stabilen Phase sind, zum Glück. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft? So lange wie möglich zu Hause bleiben? Ja, klar. So lange wie möglich da bleiben. Aber ich muss auch sagen, wenn es dann zu schwierig wird für meinen Mann und auch für mich, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Dann gibt es auch wieder Türchen, die aufgehen, das weiss ich. Sie haben vorhin so etwas in die Richtung gesagt, oder? Sie waren sehr eigenständig, Sie haben sicher gerne, also so habe ich es verstanden, Kontrolle in den Händen. Im Moment, wo Sie erfahren haben, Sie haben die Krankheit, die einfach nur schlechter wird, muss man erkennen, dass man die Kontrolle ja abgibt oder nicht mehr hat. Wie gehen Sie mit dieser Aussicht um, dass es nicht mehr besser, sondern immer schlechter wird? Ich probiere mich da wirklich auch so ein bisschen auf die Bibel zu stützen, die sagt, tu einfach jeden Tag leben, wie er ist. Tu dich nicht schon um morgen sorgen, sondern tu einfach auf heute dich konzentrieren. Und ich weiss schon, dass es nicht schön wird. Aber ich glaube, das ist jetzt der Weg. Ich habe Palia Viva, ich habe Leute jetzt um mich herum, wo ich dann weiss, ich bin begleitet. Und ich bin ein vertrauensvoller Mensch. Ich habe kein Problem, Vertrauen zu haben in andere Menschen. Ich kann wirklich Kontrolle dann schon abgeben. Habe ich jetzt ja auch schon sehr fest müssen, immer wieder, wenn du im Spital bist. Das fällt mir eigentlich nicht so schwer. Ich bin zwar manchmal auch wieder Kontrollfreak dann, ja. Und dann sagt noch das und dann sagt noch dieses. Das nervt natürlich auch mein Mann bei dir. Also, das ist dann nicht immer lustig. Da kann er dann auch mal sagen, du, jetzt lang jetzt dann öppe. Aber das ist einfach etwas, was ich immer schon gewusst habe. Falls ich mal sollte krank werden, wird einfach gar nie zu so einer aggressiven, hässigen alten Frau. Im Gegenteil, du musst herzlich sein, dankbar sein für die Leute, die mit dir sind. Sie haben vorhin gesagt, ich weiss, dass es nicht schön wird oder wüst wird, aber Sie haben das Vertrauen, dass Sie nicht leiden müssen. Das hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr. Ich habe ganz vieles nicht wollen. Und vieles ist jetzt halt auch eingetroffen. Aber ich merke, ich kann Frieden schliessen mit den Sachen. Es ist jetzt halt doch so. Ja, nun, es ist so, das ist das Leben. Das Interview mit Barbara Brandenberg kann man auch nachlesen. Auf www.paliaviva.ch und dann den Blog anklicken.